As Hannes and Hubert Palfinger Wie Hannes und Hubert Palfinger gesagt haben, ist es so, dass die globale Pandemiekrise uns allen gezeigt, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten, eine gemeinsame Grundlage zu finden und Lösungen zu finden, von denen alle profitieren. Und genau dort liegt die Stärke von Palfinger, die Herausforderungen zu verstehen, vor denen unsere Kunden stehen, und dann nahe mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die besten Lösungen zu entwickeln. Und jetzt möchten wir Ihnen gerne zeigen, wie genau das gemacht wird. Die Palfinger World Tour bietet Ihnen einen besseren Einblick in die Strategie und Stärken von Palfinger. Sie werden auch die Möglichkeit haben, an Diskussionen über Themen teilzunehmen, die für Sie am wichtigsten sind. Über die Chat-Funktion können Sie direkt an diesem Event mit Kommentaren und Fragen teilnehmen, ganz egal, wo in der Welt Sie sind. Es ist ein Format, das wir noch nie zuvor genutzt haben, aber es spiegelt den Palfinger-Spirit wider. Auf die gleiche Art und Weise, wie wir in der Lage sind, eine Lösung zu finden, wie dieses Event sicher abgehalten werden kann, trotz der Herausforderungen des Coronavirus, so ist Palfinger auch bereit, sich jeder anderen Herausforderung zu stellen, die aufkommt. Das meinen wir, wenn wir sagen, Challenge accepted. Um herauszufinden, wie Palfinger es geschafft hat, den Sturm der aktuellen Krise zu überstehen, freue ich mich, den CEO von Palfinger vorzustellen, Herrn Andreas Klauser. Hallo Andreas. Hallo Mariana. Ja, vielen Dank für diese Einführung auch von meiner Seite. Auch ein sehr herzliches Willkommen an alle in Europa, im Nahen Osten und auch in Australien. Wir freuen uns sehr darauf, mit Ihnen Ideen auszutauschen von der Palfinger World aus. Das ist wichtiger denn je, denn wie Sie wissen, ist das nur der Anfang dieser Art von Kommunikation und Zusammenarbeit. Aber lassen Sie mich auf die Frage von Mariana zurückkommen. Das ist eine simple Botschaft und ein Versprechen dahinter. Palfinger ist sich dessen bewusst und hat die vielen Herausforderungen angenommen, die vor uns liegen. Wir sind in ständigem Kontakt mit unseren Partnern und Kunden und wir haben die Kommunikation und Interaktion verstärkt. Die Palfinger World Tour ist ein Event, auf dem wir Diskussionen fördern, unsere Visionen und Möglichkeiten vorstellen und auch sehr konkret zeigen, wie wir aktiv Herausforderungen bewältigen und Lösungen finden. Dies tun wir Hand in Hand mit unseren Kunden und Partnern. Wir sind eine Palfinger-Familie. Das macht die World Tour besonders wichtig. Hier wollen wir Ihnen und auch unseren Bedienern die Möglichkeit geben, unsere Herausforderungen zu beschreiben, ganz vorne, im Detail und unmittelbar, vor unserem globalen Publikum. Denn die Bühne gehört nicht nur uns allein, sondern all jenen, mit denen wir zusammenarbeiten, diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden. Diese Lösungen werden während der World Tour vorgestellt. Heute findet der globale Kickoff statt und bald werden wir auch in Nord- und Südamerika auf Tour gehen. Wir planen auch einen separaten Veranstaltungsort für unsere Marine-Produktlinie und Nachfolge-Events vor Ort. Das wird ein standardmäßiges Element unserer Kommunikation mit unseren Partnern weltweit sein, uns 24/7 miteinander verbinden. Denn, und das kann man nicht oft genug sagen, um das Morgen zu formen, müssen wir alle noch intensiver als zuvor zusammenarbeiten. Bei Palfinger hat Teamwork eine lange Tradition. Wir alle leben es. Sogar während der Krise sind wir immer in Verbindung geblieben. Jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, 24/7. Das war und wird weiterhin unser Ansatz sein, seitdem die Krise begann. Palfinger ist durch die Krise mit Stabilität gekommen. Und das ermöglicht es uns, unsere Zukunft ordentlich zu meistern. Da unser chinesischer Partner zu einem frühen Zeitpunkt betroffen war, konnten wir viel von ihnen lernen. Es war für uns auch klar, dass das auch Europa und die ganze Welt betreffen wird. Und glauben Sie mir, wir waren sehr damit beschäftigt, uns vorzubereiten. Glücklicherweise haben wir im Februar unsere eigene Covid-19-Taskforce gebildet, um Maßnahmen ergriffen, um übergreifende Sicherheit zu gewährleisten, die Optimierung unserer Liquidität, die Beibehaltung der Produktion so viel wie möglich und um unsere Verpflichtungen unseren Partnern gegenüber zu erfüllen. Wir haben all diese Maßnahmen proaktiv und effizient umgesetzt und das haben wir gut gemacht. So erlebt man Palfinger, das ist das Palfinger, das unsere Partner kennen. Jedoch sind Treffen eingeschränkt worden. Deswegen haben wir uns die Palfinger World Tour ausgedacht. Dies ermöglicht es uns, unsere Partner und Kunden live und Auge in Auge online zu treffen. Die letzten paar Wochen haben klar gezeigt, dass man vor allem in ungewissen Zeiten verbunden bleiben muss. Wir hatten die Palfinger World Tour eigentlich mit Gästen hier vor Ort und durch Livestreams geplant. Wegen der sich konstant veränderten Umstände mussten wir schnell unterwegs sein und einen Plan B haben. Jetzt ist alles virtuell und es funktioniert.
Und wie Sie während dem Event sehen werden, hat uns das nicht daran gehindert, das Beste daraus zu machen. Wir nutzen die World Tour, um in Kontakt zu bleiben und unsere Pläne vorzustellen, unsere Ideen, kurze und langfristige, zu teilen. Um zu betonen, dass unsere Partner und Kunden immer auf uns zählen können, auf unsere Arbeit zählen können, dass wir ein stabiles Unternehmen sind. Als solches sind wir bekannt und das sind wir. Wir sind eine flexible Firma. Sie können sich auf uns verlassen, Sie können sich auf Palfinger verlassen. Palfinger hat in seiner Geschichte viele schwierige Situationen durchlebt. Und das hat sie gemeistert zusammen mit den Partnern und Händlern und Kunden. Wir wissen, dass unser Erfolg mit dem Erfolg unserer Partner zusammenhängt und umgekehrt. Das ist eine Stärke und ein Vorteil, den wir nutzen möchten, den wir nutzen können und den wir nutzen müssen in der Zukunft. Das ist klar, denn wir formen unsere Zukunft gemeinsam. Gemeinsam können wir aus dieser Krise noch stärker hervorgehen. Diesbezüglich ist Palfinger einen Schritt voraus. Wir haben schon letztes Jahr damit begonnen, eine neue Struktur in unserer Organisation aufzubauen, das gut bekannte GPU. Wir wurden schlanker, schneller und effizienter. Die Idee dahinter ist klar. Abgesehen davon, dass wir eine breite Palette an Produkten haben, werden wir Lösungen anbieten. Lösungen, die die Aufgaben aufgreifen, vor denen unsere Partner und Kunden stehen. Um unsere Positionierung zu verbessern, haben wir das GPU ausgerollt, um sicherzustellen, dass die neuen Anforderungen erfüllt werden und um unsere Geschäftsszenarien effizienter zu gestalten. In diesem Moment haben wir nicht einmal an eine Pandemie oder eine globale Wirtschaftskrise gedacht. Und hier hat das GPO seine Stärke bewiesen. Palfinger war in der Lage, seine Arbeitsabläufe schnell anzupassen. Und wir waren in der Lage, unsere Lieferketten zu koordinieren und neue, effiziente Arbeitsläufe einzuführen. Ich freue mich darüber, berichten zu können, dass wir 24/7 agieren konnten, auch während des Lockdowns. Wir waren erreichbar, wir waren immer da, genauso wie es von uns erwartet wurde. Klare Kommunikationskanäle innerhalb von Palfinger spielen eine wichtige Rolle. Hier nur ein Beispiel. Im Mai hatten wir unser erweitertes Global Team Meeting mit 150 internationalen Managern zum ersten Mal komplett virtuell. Ein Meeting mit Diskussionen und Workshops, das sehr gut gelaufen ist. Glauben Sie mir, ich hätte es noch toller gefunden, wenn wir uns hätten persönlich treffen können. Aber ich bin stolz darauf, Teil der digitalisierten Palfinger World Tour zu sein, die auf diesen Learnings beruht, die wir beim EGTM hatten. Wir nutzen die Umstände, um neue Wege einzuschlagen. Ohne Zweifel ist diese Transformation eine Aufgabe, mit der wir umgehen müssen. Unsere digitalen Tools helfen uns dabei. Wir sind mit den größten Trends der Digitalisierung konfrontiert, wie zum Beispiel, wie künstliche Intelligenz und Big Data in unser Arbeitsleben auf sinnvolle Art und Weise eingebunden werden kann. Wir müssen auf nachhaltige Weise handeln, in allen Bereichen und machbare Lösungen anbieten. Hierfür müssen wir unseren Energieverbrauch optimieren und Emissionen bei Produktion und bei der Bedienung reduzieren. Wir müssen uns auf den neuen Arbeitsmarkt anpassen und wir brauchen mehr und besser ausgebildete Spezialisten. Was die Lösungen betrifft, so müssen wir einen ganzheitlicheren Ansatz nutzen, der gleichermaßen aus Erfahrung und Innovation aufbaut. Was heute gut läuft, kann morgen schon veraltet sein. Und darauf bereiten wir uns vor. Das ist der Kernansatz unseres GPO. Dieser Prozess ermöglicht es uns, Chancen zu nutzen, auch unter den momentan sehr harten Bedingungen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Momentan fahren wir alle auf Sicht. Wir bewegen uns durch einen dichten Nebel. Wir nehmen das, was um uns herum passiert, nur undeutlich wahr und meistens verspätet. Deswegen müssen wir flexibel sein und proaktiv reagieren. Wir werden auf Kurs bleiben und erfolgreich sein. Der legendäre argentinische Formel-1-Fahrer Ayrton Senna hat einmal gesagt, wenn die Sonne scheint, kannst du nicht 15 Fahrer vor dir überholen, aber wenn es regnet, dann schon. Und das erklärt sehr viel. Das ist die Herausforderung und unsere Chance zu wachsen, zusammen mit unseren Kunden und Partnern. Palfinger ist ein Technologie- und Ingenieurunternehmen. Wir sind der weltweit führende Lieferant von innovativen Kran- und Hebelösungen. Wir sind weltweit in mehr als 5000 Servicecentern vertreten. Und so leben wir Kundenorientiertheit, um unser Markenversprechen zu fördern, nämlich gemeinsam Werte schaffen. Wir stellen sicher, dass unsere Kunden in der Lage sein werden, diese Erfahrung zu teilen. Übrigens, wir bevorzugen es nach wie vor, uns persönlich zu treffen. Nichtsdestotrotz werden wir diese digitalen Tools verbessern. Die Palfinger World Tour von heute ist der Startpunkt. Wir wollen das Morgen formen. Wir wollen Maßstäbe setzen und Vorgehensweisen definieren, genauso wie Palfinger es erfolgreich in der Vergangenheit getan hat.
Diese neue Art der Zusammenarbeit wird unsere neue Zukunft zusammen sichern. Es wird ein neues Kapitel der Zusammenarbeit öffnen und es uns ermöglichen, unser Wissen zu teilen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, und zusammen können wir die meisten unserer Herausforderungen in Chancen verwandeln, um die besten Lösungen von Palfinger zur Verfügung zu stellen, sowohl heute als auch in der Zukunft. Vielen Dank, Andreas, dass du diese Gedanken mit uns geteilt hast, und ich weiß auch noch über etwas anderes, worüber du oft sprichst, nämlich die Wichtigkeit, ein breites und diverses Netzwerk an Partnern und Beratern zu haben, deren Wissen, deren Erfahrung hat einen sehr großen Wert. Und deswegen freue ich mich sehr, einen besonders wichtigen Partner bei der Palfinger Worte zu begrüßen. Er ist der frühere österreichische Vizekanzler, Finanzminister und ist jetzt der Direktor der Europäischen Investitionsbank. Herzlich willkommen, Wilhelm Molterer. Ja, willkommen. Hallo Andreas, vielen Dank, dass Sie heute hier in Langnau sind und Ihr Wissen teilen. Vielen Dank, Andreas, und vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Morgen an alle. Es stimmt, wie Andreas bereits gesagt hat, wir leben momentan wirklich in herausfordernden Zeiten, und es geht nicht nur um Covid und die Pandemie allein. Es kommt noch was anderes hinzu, zum Beispiel die Klimaerwärmung, und das führt mich zu einem Zitat, das Sie vielleicht kennen. Das ist von Herrn Churchill. Er hat gesagt, lass eine gute Krise niemals ungenutzt vorbeigehen. Und Sie können das eigentlich so übersetzen wie Challenge accepted, Herausforderung angenommen. Die gute Nachricht von heute ist, dass wir in einer Phase beginnen, in der die Erholung bereits angefangen hat. Der Trend geht nach oben in die richtige Richtung. Aber es ist klar, dass wir nicht wissen, wie lange die Krise anhalten wird. Regionen werden unterschiedlich beeinflusst von dieser Pandemie. Aber da diese Erholung bereits begonnen hat, ist es wirklich die richtige Zeit. Und vielen Dank auch für dieses Timing des Events, dass wir jetzt die Erholung steuern. Das ist wichtig für den Unternehmer, das ist auch wichtig für die Wirtschaft an sich selbst, das ist wichtig für die gesamte Gesellschaft. Und aus meiner Sicht würde ich sagen, gibt es mindestens fünf Beispiele, die sehr wichtig sind, wirklich wahnsinnig wichtig. Das erste ist, bleiben Sie wettbewerbsfähig. Das ist wichtig für eine gesamte Wirtschaft, für ein Unternehmen. Wettbewerbsfähig zu sein bedeutet, man braucht Investitionen in Entwicklung und Forschung, aber auch in Bildung. Wettbewerbsfähig zu sein heißt, in Infrastruktur zu investieren, in moderne Infrastruktur wie zum Beispiel 5G-Netzwerk zu investieren. Das ist unser erstes Ziel und der Grund, warum wir hier sind. Wir leben in einer globalen Welt, die stark vom Wettbewerb angetrieben ist. Der zweite Punkt für mich ist, seien Sie digital. Die Digitalisierung einer Gesellschaft und der Wirtschaft ist eines der Schlüsselfaktoren für eine Gesellschaft. Es befindet sich natürlich noch im Aufbau, aber die Digitalisierung der Gesellschaft bedeutet auch, dass der öffentliche Sektor bereit sein muss und dem auch entgegenstehen kann. Das ist momentan noch nicht der Fall. Und wenn Sie sich die Welt anschauen, dann macht das jeder. Wir müssen das jetzt schneller machen und besser machen. Dritte Schlüsselpriorität ist, dass die Sie haben von Nachhaltigkeit gesprochen. Ich würde sagen, ja, das ist die höchste Priorität für die Zukunft. Aber was bedeutet das? Wir haben ein klares Ziel für uns. Wir wissen, dass wir CO2-neutral sein müssen 2050. Es gibt ein sehr ehrgeiziges Ziel, die Emissionen um 55% zu verringern bis 2050, aber das ist ja eigentlich schon fast morgen. Was bedeutet das für die Industrie, für die Agrikultur, für andere Industrien wie zum Beispiel die Eisenindustrie? Hier braucht man gute Rahmenbedingungen.
ein gutes CO2-Setting. Die vierte Priorität ist, ich würde sagen, wir müssen widerstandsfähig bleiben. Weil was die Krise uns wirklich gezeigt hat, ist, dass wir gewisse Schwächen haben, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft. Und unser Unternehmen stand genau vor dieser Frage, wo liegen unsere Schwächen? Widerstandsfähig zu sein bedeutet, dass wir unsere Strategie in Forschung natürlich weiterentwickeln müssen, wie ich bereits sagte, aber das bedeutet auch, dass unsere Wertschöpfungskette, vor allem unsere globale Wertschöpfungskette, sich verändern muss. Unsere fünfte Priorität ist, dass wir die soziale Dimension mit bedenken, weil früher oder später wird sich die Arbeitswelt verändern und wir werden das auch sehen. Zum Beispiel wir müssen auch an die Investitionen denken, zum Beispiel im Gesundheitssektor. Wir müssen auch an etwas denken, das für vor allem für junge Menschen wichtig ist, zum Beispiel Wohnungen, die bezahlbar sind. Und all das führt natürlich zu den wichtigen Entscheidungen, sowohl bei den Unternehmen als auch auf politischer Ebene. Sie können das jetzt in Investitionen übersetzen. Und ich denke, wir sollten uns auch nicht davor scheuen, zu sagen, dass wir von Milliardenbeträgen sprechen in Investitionen. Wir brauchen eine gute Finanzierung. Banken haben natürlich die Kapazität, aber diese etwas beschränken, aber wir müssen den Kapitalmarkt anzapfen, weil wir brauchen privates Kapital, weil ohne dieses private Kapital können wir diese ganzen Investitionen nicht angreifen. Zudem brauchen wir noch die Banken und die Europäische Union, die Bank davon, die den Kapitalmarkt unterstützt und die Wirtschaft so gut wie möglich unterstützt und auf deren Bedürfnis eingeht. Wir haben Erfahrungen, wir haben eine 35 Milliarden Investition in eine 550 Milliarden Investition verwandelt. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Dinge richtig zu machen und auch zeitlich richtig zu machen. Und damit brauchen wir einen rechtlichen Zusammenhang und einen Rahmen, auf den wir uns verlassen können. Und ich bin mir sicher, dass wir auch noch stärker aus der Krise hervorgehen werden. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Das war wirklich schön, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und vielleicht gibt es noch ein paar Fragen. Ja, vielen Dank, Wilhelm und Andreas. Ich habe eigentlich eine Frage für Sie beide. Die Krise, in der wir uns jetzt befinden, ist natürlich eine finanzielle Krise, eine Gesundheitskrise. Und das ist natürlich sehr anders als die Krise, vor der wir 2008 gestanden sind. Konnten wir darauf etwas lernen? Was war anders, was war ähnlich? Was ist Ihr Rat für Unternehmen? Was sollten diese Unternehmen tun? Als erstes würde ich sagen, der große Unterschied ist, 2018 war der Banksektor von der Krise betroffen. Das heißt, dieser Bereich war und diese Unternehmen waren zahlenmäßig eingeschränkt. Aber hier ist der Effekt natürlich global. Die Lehren, die ich daraus ziehen würde, sind, dass allererstes muss man bereit sein, schnell zu reagieren in einer Krise. Das ist unfassbar wichtig. Und zweitens muss man natürlich auch die dementsprechende Flexibilität zeigen, weil man sich anpassen muss. Vielleicht ist in 2 Monaten die Situation anders. Als drittes braucht man eine klare Vision, ein klares Ziel, das man an jeden weitergeben muss. Das ist für einen CEO, für ein Unternehmen wichtig. Die Unternehmen müssen wissen, die Partner müssen das wissen. Das gilt natürlich auch für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Man braucht ein klares Ziel. Und letzten Endes
muss man die Menschen auch abholen, wo sie sind. Man muss sie mitnehmen. Das ist wichtig. Niemand sollte zurückgelassen werden. Und wenn man das macht, dann braucht man die natürlich mit an Bord. Das gilt auch für die Kunden, für die Mitarbeiter in einem Unternehmen. Lasst niemanden zurück. Ja, meiner Meinung nach ist es wichtig und es ist auch unsere Verpflichtung, eine Art Führung darzustellen in dieser Krise. Und wir müssen die Herausforderungen annehmen und diese Herausforderungen in Chancen umzuwandeln, um in der Zukunft noch stärker auftreten zu können. Ja, vielen Dank, Andreas, und willkommen für Ihren Rat. Und ich denke, dass viele Unternehmen sich daran halten sollten. Vielen Dank.